Heute gibt es Ravioli. Wir gehen heute mal nicht essen. Nein, wir sehen natürlich jetzt super heiß aus, ich zumindest. Ich war duschen, den ganzen Sand aus den Haaren und aus dem Hintern, Füßen, alles rausgewaschen. Amy war auch duschen, die war nämlich auch voll Sand. Ja, jetzt haben wir zu uns gedacht, komm, bleiben wir einfach hier und machen uns eine Dose Ravioli. Jawohl. Schön. Es gibt lecker Frühstückseichen. Nach guter alter Art am Herd 4 Minuten in kochendes Wasser. Eva liest die Bild-Zeitung der Insel. Das ist die Norderneyer Badezeitung. Die Norderneyer Badezeitung, die wir schon seit Jahren kaufen. Immer wenn wir wieder auf Norderney sind, die gehört einfach dazu. Und man unterstützt so auch die, wie nennt man es, die... Die lokale Redaktion. Ohne Kaffee geht beim Michel natürlich nichts. Gibt doch das Sprichwort, ein Tag ohne Kaffee ist ein verlorener Tag. Gibt's das? Nö, das heißt ein Tag ohne Lächeln, aber ich habe das Tag für mich ohne Kaffee umdisponiert. Letzten Tage keinen einzigen Tag, wo wir durchgehend Regen hatten. Es gab immer wieder sonnige Abschnitte. Gestern ab 4 Uhr durchgehend sonnig. Es ist besser wie am Festland tatsächlich. Ich bin überrascht. Es ist zwar nicht super optimal, das Wetter verglichen mit den letzten Jahren, aber ich finde schon, dass wir immer noch ein relativ gutes Wetter haben für das, was gemeldet ist. Wir sind jetzt, davon mal abgesehen, auf dem Weg zum Tierfriedhof von Norderney. Das ist der einzige Tierfriedhof, der hier ist und den kann man sich so vorstellen, ja, wie es sich anhört. Selbstgebastelte Kreuze und... Was man dazu sagen muss, es ist aus Niedersachsen, ich muss noch mal genau googeln, es ist ein Privat-Tierfriedhof, aber jeder darf seine Tiere da begraben. Das ist heute gar nicht mehr so einfach, auch die Gemeinde Norderney duldet das. Seit 1987 gibt es den, darf jeder, auch Urlauber machen das, Gäste, seine Haustiere auf diesem Friedhof begraben. Und das ist heute was ganz Seltenes und deshalb ist es auch ein Touristenmagnet, weil es hier im Vorort ist, in den Dünen. Und da gehen halt viele Leute mittlerweile auch hin und schauen sich das an, weil das wirklich liebevoll geschmückte kleine Tiergräber sind. Und das hat sich echt zum Touristenmagneten entwickelt. Wir waren die letzten Jahre immer wieder mal da und wollen euch jetzt einfach mal mitnehmen dorthin. Da liegen deine ganzen Freunde, Amy. Das ist auch Malteser, oder? Huna? Ja. Oh je. 20 geboren und 22 gestorben. Das ist bestimmt ein Unfall oder so gewesen, oder? Oh Gott, nee. Ich muss durch das. Die war gerade mal 2 Jahre alt. Das ist jetzt ein Katzengrab zum Beispiel. Ich war 17 Jahre, 99 geboren. Also es liegen allerhand Tiere. Hier ist zum Beispiel ein Kaninchen, Katzen, Hunde, Meerschweinchen. Alles, was es so an Kleinhaustieren gibt, darf hier begraben werden. Liebe ist auch gleich groß, egal wie klein. Hier sind auch schon viele ältere Gräber hier. Aber er verändert sich immer wieder. Wir waren jetzt schon so viele Jahre hier. Und kommen halt immer wieder neu dazu und natürlich auch andere weg. Was hier auch ein kleines Problem ist, hier sind überall Löcher, denn hier auf der Insel gibt es sehr, sehr viele Wildkaninchen. Die graben auch schon mal unter den Gräbern durch und machen dann Höhlen und Löcher. Und das ist ein kleiner Vogel.
Schäferhund, Maria. 10 Jahre alt für einen Schäferhund, eigentlich so ein normales Durchschnittsalter leider. Die großen Hunde werden ja generell nicht ganz so alt. Hier scheint ein Familiengrab zu sein, ne? Also von einer Familie, die mehrere Hunde hat. So, wir werden jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen. Wir filmen noch ein bisschen und dann werden wir das Ganze auf sich wirken lassen. Und ihr könnt euch dann noch einen eigenen Eindruck davon bilden. Ist fast erreicht. Wir haben da geparkt und jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zum Leuchtturm. Da gehen wir mal rauf und lassen unseren Blick über die Dünen schweifen ans Meer. Man hat auf jeden Fall einen guten Ausblick. Auf die Seite. Leuchtturm in Sicht. Stecke ich in die Tasche. Auf den Arm, oder? Ich steck's in die Tasche. Und? Ach, Spaß.
trage die Amy ja noch mit. Warte. Also die 4 extra Kilos, die merkt man. Ja. Komm, Maya. Ja, warte. Die Treppe ist hoch. Ich muss erst mal. Oh mein, bist du oben? Deine gibt's nicht für Nacht. Ja, komm. Oh, Entschuldigung, ich bin jetzt weggelaufen. Die letzte Treppe. Zur Fotobomb. Oh. Fotobomb. Der letzte. Das letzte Stück Aufstieg. Boah, ist steil. Aber hier sehe ich auch den. Na, alles gut. Den Mechanismus. Elektrischer Betriebsraum. Hier, hol mal die. Ich muss ja hier irgendwie den Abstieg machen. Solange ich nicht den Abflug mache. Das ist einfacher, ne? Guck mal. Sieht nichts. Ja, alles gut. Alles gut. Ob hier schon mal Leute runter? Nach der steifen Brise, nach der sehr steifen Brise, gibt es eine kleine Stärkung. No. Natürlich original Norderneyisch. Currywurst, Pommes. Eine lecker Krabbensuppe, ja. Upp, da sind Krabben drin. Oh Mann, oh, lecker, lecker. Kabeljau und... Matjes auf Schwarzbrot. Matjes auf Schwarzbrot. Und die Amy hat ihren eigenen Stuhl, da kann sie jetzt ein bisschen pennen. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit. Danke, danke gleichfalls. Danke.
Das sind Schiefis, Amy. Hier geht's zu unserem Stammgriechen auf Norderney. Als wir zum ersten Mal hier waren, da hat dieses mega Gebäude hier nicht gestanden auf der linken Seite und du hast echt einen super Ausblick. Hier ist er. Athen, meiner Meinung nach der beste Grieche auf der Insel. Super Essen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist top, sehr nett und wir freuen uns schon aufs Essen. Wir sind jetzt drin beim Griechen, Essen ist bestellt und Amy ist immer noch müde. Total fertig, die arme Kleine von heute. Und ja, ist halt voll cool hier drin. Also auch gemütlich und lecker. Und wir freuen uns auf unser Essen. Sagst du auch mal was? Ich habe Hunger auf Bifteki. Bifteki gibt es für den Michel. Ich habe Schafskäse. Herkules-Teller, aber ich habe heute schon so viel gegessen. Deshalb muss ein Bifteki herhalten. Ja, wir zeugen euch natürlich unser Essen. Um euch die Nase lang zu machen. Alle Getränke sind da. Oh, fast. Und Prost! Haben wir es alle? Ja. Prost! Auf einen schönen Abend. Na, wie schmeckt dein Barsteiner? Gut. Fehlt nur noch ein Puddingteilchen. Puddingteilchen? Warum? Ich weiß nicht. Dafür müsst ihr den Schwarzwaldflock gucken. Richtig. Schaut euch den Schwarzwaldflock an und ihr wisst Bescheid. Und vergesst nicht, uns ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Das wird uns nämlich wirklich sehr, sehr freuen. Und wir würden es really appreciaten. Und ohne Scheiß, wir würden uns wirklich sehr drüber freuen. Da ist unsere Vorspeisenplatte gekommen. Sieht die nicht lecker aus? Yum, 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 yum. Richtig. Dann nehmt euch mal. Und weiter mit dem Futtervlog. Wir haben hier schön aufgeteilt. Das ist Zucchini, ne? Gebackene Zucchini. Dann gebackener, ich glaube, das ist irgendein Käse. Dann noch Schafskäse, Weinblätter, dicke Bohnen. Oder wie heißen die? Irgendwelche Gigantes. Gigantes Bohnen haben wir hier. Lecker. Und Tzatziki natürlich, der darf nicht fehlen beim Krieg. Hier ist unser Essen. Da kommt nochmal. Danke. Danke. Und zwar haben wir hier gebackenen Schafskäse mit Tomaten und Paprika, verschiedene Gemüse in Tomatensoße. Zweimal. Und dann haben wir noch zweimal hier, ne? Bifteki mit Pommes. Bifteki Spezial. Bifteki Spezial mit Pommes. Bifteki Spezial. Da wünsche ich euch einen guten Appetit. Danke.